Hallo ihr Lieben, ich möchte euch mal wieder eine von meinen My Little Boxen zeigen. Das hab ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen. Nach Hause! Na, Frauchen! Letztens hatte ich da in der My Little Box so viel von Shiseido drin. Hat mich gefreut. Hab ja einen Abnehmer dafür gefunden, konnte das verschenken. Heute krieg ich Post von Shiseido. Ich habe Angst, die verfolgen mich oder so. Die haben sich bedankt und schicken mir eine exklusive Luxusminiatur. In einem schönen Organza-Beutel. Ja, die Tage werden nicht so viele Videos machen. Ich werde noch ein paar Anleitungsvideos machen, aber so auch vorbereiten für den Weihnachtsmarkt und so. Wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, dann bin ich auch kaputt. Boah. Sag mal wo. Und da ich ja mein neues Hobby nähen entdeckt habe. Was ist denn das? Perfekt. Ein Reinigungsöl. Ein Reinigungsöl ist gut. Von Shiseido. Ist okay. Genau, kannst du mit sauber machen. So, das ist die neue My Little Box. Das Coole ist, bei den anderen Boxen sind auch immer diese Satinbänder mit bei. Außer bei denen hier. Mensch, geh doch mal raus, du Luder. So, da steht My Little Box. Aber ansonsten. Ich habe ein süßes Nähpaket gekriegt, gestern mal habt ihr gesehen. Ich mich freut. Kicksen so. Nein, wieso? So, als erstes ist drin, kuschel dich ein. Ist ein bisschen klein, wa? Wissen die, wie dick ich bin? Ich mir da einkuscheln soll. Ah! Ich denke, ich werde danach zum Einhorn, oder? Hier ist ein Turban. Das ist für die Haare. Trocknet tropfnasses Haar in Hand umdrehen und hält nervige Strähnen aus dem Gesicht, während du die neuen Schlammmasken ausprobierst. Mit diesem majestätischen Turban als Krone ernennen wir dich offiziell zur Königin der faulen Sonntage. Sie ist im Bescheid. Du bist die faule Sonntagskönigin? Ja. Ich glaube, da würde ich mich drüber ärgern. Ich bin die Königin. Ja, ich war Hauptsache Königin. Hauptsache Königin ist doch vollkommen Wumpe. Von was? Mensch. Ein Knopf ist hier hoch dran. Irgendwie kommt das so auf den Kopf, dann dreht es zur Spitze und dann macht das nach hinten. Und dann wird das so zusammengemacht. Na, mach mal. Nein. Ich will sehen, wie du deine Finger nach unten oder rauskriegst. Nein, ich glaube nicht, dass ich die wieder rauskriege. Das ist das Problem. Das sieht bestimmt sehr komisch aus, was ich denn mache. Passt mal auf. Tu mal jetzt so, als hätte ich meine Haare gewaschen. So sieht machst du aus. Werbung für die Leder? Ja. Ich habe jetzt einen Kooperationsvertrag mit die Leder. Huh. Das ist meine Haarspange. Schon vor Jahren gemacht und tauchen sie so aus. So, dann soll man das so aufsetzen. Jetzt guck mal in die Kamera. Ja. So würden mich einige am liebsten nur noch sehen, aber dann so Pitte hab. Ich hab das ja schon vor Jahren gemacht. Vor Jahren. Das ist so mein Spruch. Wir müssen so doofe Menschen leben. Die wohl in der Birne sind. Jetzt siehst du aus wie Tilly aus der Ariel-Werbung. Fertig ist es. Ich hab's denn gekriegt. Guckt mal. Cool, wa? Ja. Mach ich noch schön mit Strasssteine und dann. Genau, wie ist der damit auf der Straße? So, setz du mir ins Studio. Zumindest bis der Krankenwagen kommt. Obwohl meine Kunden die ist so wurscht. So, das war das erste. Jetzt haben wir hier wieder so ein schönes Säckchen drin. Wisst ihr, könnt ihr wieder schön umarbeiten zu Stoffsäckchen. Zu Pflanzsäckchen. Was ist denn da jetzt drin? Ultra pflegende Gesichtsmaske. Fussel. Eine pflegende Gesichtsmaske. Ob das bei Frauchen nur hilft? Da ist er. Sicher? Glückliche Zettelchen drinne.
Turbo-Regeneration über Nacht. Aha. Aha. Was ich gerade machen? Juckt mir die Murmel, ey. Boah. So, du hast mir eine Haarspange gelassen. Ach hier. Muss ich mal zur Seite so ein bisschen wegstecken, sonst fallen die hier auch noch alle runter. Oh, die Katze hat mir dann überall geknallt, ey. Aber wie ihr seht, die wachsen wieder nach. Die wachsen wieder nach. Was läuft denn da? Jetzt müssen bloß noch meine Nägel wieder fester werden. Kann ich mir auch wieder eine schöne Modellage drauf machen. So. Ach hier. 365 Skin Repair über Nacht. Aber solltest du doch nicht. Steht ja nicht mal das Alter auf? 365. Ich werde bald älter. Ich werde bald so alt, wie ich schon die ganze Zeit behauptet, wie ich immer bin. Ich werde 47 in ein paar Tagen. 47, ich bin... Was? Dann hast du mich ja belogen. Mhm. Mhm. Du hast gesagt, du bist 24. Mhm. Ja, selbst schuld, wa? Ich behaupte, ich bei ihm schon seit 30 Jahren. So alt bin ich schon. Von daher. Was haben wir denn noch Schöne drin? Ist das ein Stück Seife? Nee! Schokolade. Schokolade. Also ich muss mir echt bald meine Lesebrille aufsetzen. Genau. Zucker, Vollmilch. Ja, Vollmilch ist nicht meins. Milchschokolade. Mit Haselnüssen. Kakaogehalt. 30%. Das finde ich cool. Knackige Worte. Ein Keksstempel ist da drin. Ein Keksstempel. Das ist mal was Cooles. Da haben sie mal meinen Geschmack mit getroffen, wa? Mein Wochenende Kekse, wa? Ja, auf jeden Fall. Zeig euch die. Ein schönes Rezept. Mhm. Das ist mir alles egal, ob da ich keinen Kekse essen. Kriegt den hier ab, jetzt kriegt das hier ab. Und stuf. Juff. Immer so. Das ist immer so. Och, lauter Buchstaben. Kekstempel als Buchstaben. Das ist ja auch mal cool. Jetzt die Buchstabenplatten, die könnt ihr euch alle rausmachen. Und gleich für Buttercookies ein Keksrezept. Na, ist ja mal. Und hier ist die Platte. So, jetzt könnt ihr die was für Kuchen nehmen. Das könnt ihr auch machen als Motive für Beton und Knetmassen und sowas. Hm? Aber ihr solltet danach keine Kekse mehr mitmachen. Hm. Ein Fussel ist auch nichts für dich. Was ist noch drin? Mixer, Experten für empfindliche Haut. Mixer wurde von Dr. Roger, einem französischen Apotheker, gegründet. Mit viel Erfahrung in der Anfertigung hochwertiger Formeln und der Inspiration aus der traditionellen, was jetzt nicht mehr Turban auf. Aber der steht dir sehr gut. Mir steht alles gut. Der steht dir wunderbar. Wenn man ich morgen zur Arbeit. Wenn wir das nächste Mal zum indischen Restaurant gehen. Dann setze ich ihn. Da wir einen Schieber jenen, dann setzt du den auf. Aber bestimmt Rabatt. Guckt. Das war auch drin. Also im Großen und Ganzen, ja. Genau, der Kickstempel ist cool. Ja, solche Dinger. Regeneration, also irgendwo hast du irgendwann deine Pflegeserie. Was ist da noch drin? Sundays in Bed, wie immer. Unser absolutes Lieblingsmüsli. Da ist ein Müsli drin. Okay, machen wir Werbung für Müsli. Startup, da du entweder ein Bio-Müsli aus über 80 aussuchen kannst. Auf mein Müsli. Ja. Auch mit auch ein Schnitzel-Müsli hier? Vielleicht so ein Bratkartoffel-Müsli. Wäre dann ein Träumchen für dich, wa? Ja, aber. Hm. Was kriege ich denn? Sicher jetzt der Mai-Müsli-Probierpaket mit 6 leckeren Sorten Bio-Müsli. Müsli ist immer, habe ich immer gelernt in den ganzen Ernährungskursen als Diabetiker, aua. Auch in den Kliniken, das sind leere Kalorien. Das sind einfach leere Kalorien. Machen die so wirklich satt oder nicht für lange, haben viel zu viele Kohlenhydrate. Alles nicht so meins. Genauso wie diese Powerfood essen und wie das alles heißt. Und dann hochkriegst du, was das für Kohlenhydrate hat. Also,
was einige Leute auch glauben und sich erzählen lassen, da hätten wir manchmal einen Hut hoch. Ein Ernstes. Ich meine, ja, gut. Ja, wenn man hinten mal auf der Verpackung raufguckt und dann sieht, hat ja genauso viel Kohlenhydrate, weiß ich nicht, wie der Tafel Schokolade, aber davon hast du dann bloß so einen kleinen Riegel. Aber es gibt Leute, die glauben da dran und ja, dann sollen sie das doch essen, was sie meinen. Ist alles nicht so. Was? Wo ist Essen? Kriegst du gleich. Einfach gesund ernähren, geht auch. Und dann schön Gemüse, schön Obst und dann passt es. Ja, du kriegst gleich Schnitzel. Gemüse? Obst? Essen wir jeden Tag. Jeden Tag macht er einen riesigen Gemüseteller, soll man hier so tun. Die kleine grüne Bazille. Aber trotzdem kriegst du deinen Schnitzel. Ja. Mach ich dir. Ja, meine Eiweißbrötchen, ja, weiß ich ohne so wirkliche Alternativen finde ich mir. Das Eiweißbrot ist auch ganz lecker. Aber irgendwie will mein Magen-Darm das auch nicht auf der Dauer. Vielleicht so ein Frühstück und ein anderes Körnerbrot, naja. Geht so. Vielleicht habt ihr mal geschmacklich irgendwas, eine Idee, was man sonst da so kohlenhydratarmet. Bitte. Kohlenhydratarm muss es sein. Kohlenhydrate mit Armen? Ja, ich bin Kohlenhydrate mit Arme. Falls du Kohlenhydrate mit Arme irgendwo sind, schickst du zu mir. Mensch. Ich bin gespannt nächste Woche, wie mein Langzeitzucker ist. Und sogar zum Arzt. Ich kann noch was machen. Aber was muss, das muss. Dabei rennst du immer ja. Nee, ich fahr dir. Wenn man alt und jammelig ist, muss man das. Ich werde schließlich 47. Da müssen wir noch drüber reden, Fräulein. Du mich belogen hast. 47, wie die Zeit vergeht. Aber ich habe mit Malta noch nie Probleme, so wie andere sich dann in der Ecke gesetzt haben, haben wir heute bei so 30, 40 und wie ich war. Komischerweise, bei mir ist immer ganz white ein Dachschaden. Ich sag schon immer, wenn ich Geburtstag hatte, war ich immer schon ein Jahr älter. Ich weiß auch nicht warum. Also wenn ihr mich im nächsten Jahr fragt, wie alt ich bin, dann sagt unter Garantie 48. Ist halt so. Aber was soll's. Du wirst ja auch nie jünger. Warum nicht? Ne. Natürlich. Nö. Nee. Und solange wir da so verrückt bleiben, ist auch alles so unter Klasse also nehmen. Das möchte ich nicht auf mir sitzen lassen. Du bist verrückt, ich nicht. Das werde ich mir auch nie nehmen lassen. Auch nicht von irgendwelchen Motzköpfen, seit YouTube, seit Facebook oder weiß ich was. Die gehen manchmal da in meine Gruppe ab. Ja, und scharf sind ja Leute, wa, die sich extra ein Profil anlegen und dann in meine Gruppe sich einschleichen und dann sagen, ich hab das gebastelt schon vorher und bis ich warten sich in den Himmel hier. Also wie doof, ey. Wie doof. Also einige müsste sich wirklich nur noch schämen, ehrlich. Anstatt sie ihren Kack da machen, ich kann ja nur dafür, weil sie Kinder mehr kriegt. Meine Fresse. Sondern ihr Zeug da basteln und sollen alle anderen einfach in Ruhe lassen. Aber das geht nicht. Ich meine, wenn man keinen Job hat und davon leben muss und vielleicht noch zu zweit davon leben muss, dann bin ich natürlich angepisst, wenn woanders gekickt wird, wa? Aber damit muss ich einfach leben. Denn ansonsten sollte ich rausgehen, sollte mir einen Job suchen. Richtig. Wirklich. Und dann geht das auch. Dann muss man nicht so neidisch sein auf jeden, der was bastelt und sagt, ich hab das zuerst gemacht und ich hab das zuerst gesehen und boah, das geht mir so auf den Sack. Das geht mir echt so auf den Sack. Das ist wenn er dann in wirklich mal in YouTube, ich meine, ich denke mal, die können die lesen und schreiben oder so, aber wenn sie das mal in eine Suche eingeben würden, dann würden sie dann sehen, damit diese Videos schon vor 5 Jahren und länger gibt und oder auf verschiedenen Blogs, die ja auch schon wesentlich länger als YouTube und sonst. Oh, und da findest du das alles schon. Aber nein. Jeder hatte zuerst gemacht und jeder hatte zuerst gefunden. Bin ich eigentlich der einzige Mensch, der immer auf seinem Kanal sagt, viel Spaß beim Nachbasteln? Ich glaube ja, aber die anderen, die sagen immer, wir sind die Besten. Wir sind die Besten. Nur wir haben es gemacht. Ich weiß ja nicht, warum die überhaupt irgendwas zeigen. Das frage ich mich immer. Ich frage mich allen Ernstes, warum die was zeigen. Ich meine, die wollen Kohle damit machen, das ist mir schon klar. Aber wenn keiner nachmachen soll, dann sollen sie für sich im stillen Kämmerlein machen, oder? Aber so weit denken die nicht. Denken ist bei einigen sowieso nicht mehr so in. Machen wir Armbrot? Ich, du Toban-Mensch, du? Du machst Armbrot, ich gucke zu und klappe auf den Tisch.
ist schön. Wir haben Hunger, Hunger, Hunger. Damit nervt Hunger, er mich jeden Hunger. Abend. Jeden Abend. Wir haben Hunger, 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 Hunger. So schnell kannst du ja nicht kochen. Hunger, 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 Hunger. Du hast gar nicht mehr schwierig. Sie gehen kurz. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns diese Woche noch.